weil man anders ist als die anderen? Also es ist so, dass vor allem die Zweitstimmen uns natürlich auch weitergebracht haben. Das hat man jetzt vor allem auch in der Tabelle gesehen von der Hinrunde. Aber gut, dieser Außenseiterbonus bringt uns natürlich erstmal so weit was, dass man dachte, ach, dass man denkt, ach komm, ne, Cello, Geige ist nicht so was ist nicht so was Normales, guckt man sich das mal an. Das bringt uns allerdings überhaupt nichts, wenn die Leute uns schon mal gehört haben eigentlich, denn dann müssen die ja schon wieder die Anforderungen erfüllen. Da bringt uns jetzt nichts, dass wir ungewöhnlich auf der Bühne aussehen. Und ich denke, dass diesen Ansprüchen werden wir ganz gut gerecht, indem wir wirklich auch diese Besonderheit nicht nur zeigen, sondern auch in unsere Musik auch einfließen lassen. Jo, und damit mehr Leute hier bei uns euch kennenlernen, spielen wir am besten noch ein Lied. Ja, der nächste Song, der ist von uns selbst, ist einer unserer ersten Songs, die wir geschrieben haben. Ja, ich denke, das ist Haunted Johnny. Ich denke, das ist ein netter Song. Trifft unsere Musikrichtung wahrscheinlich schon ganz gut. Also es ist keine Ballade, es ist kein Hardrock-Song, sondern so ein Zwischending. Man kann es sich anhören. Es geht schön ab, macht Spaß und los. Ja, dann lass uns das mal anhören. Johnny, be good. Ja, wie habt ihr euch denn gegründet? Also seit wann gibt es euch und wie ist das alles abgelaufen? Ja, also ich bin der Max und wir hatten uns gegründet, das war vor 2 Jahren. Also uns gibt es also noch nicht so lange, das ist für Musiker also wirklich nicht lange. Und wir haben uns getroffen in der Schulcafeteria in unserer Schule. Und ich war halt vorher immer Bassist und dachte ich, ich könnte auch mal singen. Ja, ging erst ein bisschen in die Hose so, aber mittlerweile hat sich das dann doch ganz gut gemacht, wie ich denke. Ich hab einfach gefragt, da war halt ein Tisch, da saßen Leute und dann habe ich einfach rumgefragt, ey, Bock auf Folk, habe ich einfach gefragt. Und die haben alle Ja gesagt? Ja, die haben nicht alle Ja gesagt, die waren erstmal ein bisschen entsetzt, wie ich denn sowas sagen könnte, nach dem Motto. Und man muss sich das vorstellen, wir saßen einfach da und haben Kaffee getrunken und Beine hochgelegt zu 7, 8 und dann kam einfach rein, ey, Bock auf Folk? Ich hatte auch jetzt von vornherein jetzt nicht so viel mit den Leuten zu tun. Also ich wusste wohl, dass die aus dem Klassik kommen, dass es da Streicher gibt und so, dass da eine Geige am Tisch saß, das wusste ich schon. Dann wurde dann eingewilligt so nach ein bisschen Diskussion und so haben wir uns dann zu dritt anfangs zu einer ersten Probe verabredet. Dann wurden wir 4 und dann wurden wir auch 5. Ja, und bald sind wir auch sogar vielleicht 6. Oh, ihr sucht also noch einen 6. Nee, wir haben schon einen in Aussicht. Der heißt Barnabas und der spielt die Tin Whistle, das ist eine irische Flöte. Hört sich extrem interessant an. Und wie ist das denn mit Live-Auftritten bei euch? Also habt ihr da welche? Habt ihr viele? Ja, also so ungefähr haben wir einmal im Monat, würde ich jetzt mal sagen, haben wir einen Gig. Und das sind dann aber auch schon sehr, sehr komische Gigs. Also zum Beispiel hatten wir da einmal eine kleine Anekdote von einer Maiwoche. Ungefähr 400 Leute waren da und vielleicht erzählst du die Geschichte einfach mal weiter. Das war eine ganz interessante Geschichte irgendwie. Das war Herdecke ist ein kleines Städtchen, bei Dortmund ist das und diese Maiwoche, das nutzt die gesamte Stadt einmal, um einmal im Jahr die Sau rauszulassen. Da ist wirklich die ganze Straße immer gerammelt voll. 400 Leute bei uns am Konzert waren da. Auch sind für uns auch extra weit davon weggekommen. Und da war nur das Problem, dass genau vor unserer Bühne, war ein Hydrant, ein mobiler Hydrant leider. Und da unsere Live-Auftritte, also unsere Musik ist gemacht, um live gespielt zu werden und nicht für CD. Muss man jetzt ganz ehrlich sagen, da kommt live viel mehr rüber als von CD. Da haben die Leute, die wirklich 400 Leute waren in Bewegung, haben getanzt, haben gepokt, sind gegeneinander gesprungen, alles gemacht. Er war abgesperrt, der Hydrant, muss man dazu sagen. Der Hydrant war abgesperrt und dann ist irgendwann das erste Mal ein Mensch gegen diesen Hydranten geflogen. Er macht das plöpp mitten im Song und dann kam diese Wasserfontäne aus diesem Hydranten über die 5-stöckigen Gebäude nebenan und die komplette Zuschauerschaft nass gemacht und das Konzert musste abgebrochen werden. So, 2 Minuten später konnten wir weiterspielen mit dem nächsten Song. Und dann hat es keine 5 Minuten gedauert, dann hat es wieder plöpp gemacht, ist dieser Hydrant wieder in die Luft geflogen. Er hatte den Bierwagen ein paar Minuten lang kein Wasser mehr und wir mussten wieder abbrechen und das ging dann noch ein paar Mal so, aber das war halt erfrischend. Das war ja erfrischend. Ja, ist doch super, wenn es vielleicht auch noch heiß war, ist das doch ganz, ganz toll, oder? Ja. Boah, war im Sommer warm. Oh, gar nicht schlecht. Ja, Sebastian ist gerade hier am Telefonieren. Das gehört dazu.
Ja? Du irritierst mich. Ja, okay. Und morgen kann man euch dann auch live sehen, wenn man morgen halt, wenn man dann halt nicht nur die Lieder hier auf morgen im Radio hört. Morgen kann man wieder live sehen. Wir haben jetzt demnächst auch wieder ein paar Auftritte. Es sind jetzt wieder ein paar in Aussicht, ein paar geplant. Ist noch nicht alles ganz sicher. Zum Beispiel jetzt mit Jamie Clarks Perfect in Duisburg im Jazz. Das ist der Ex-Gitarrist von den Pokes. Den Insidern wird das mit Sicherheit was sagen. Das sind die Urväter des Folk-Rocks eigentlich. Was ist noch so in Aussicht? Im Herdecke ein paar kleinere Gigs in Witten jetzt demnächst. Und wir sind halt auch selber auf der Suche. So, ich muss hier mal ganz kurz unterbrechen. Und zwar hat gerade unser Außenreporter Frank vom live vom Halbfinale angerufen. Der wird sich gleich melden mit einer Band. Vorher machen wir noch ein bisschen Musik. Du hast hier ein Lied gewünscht. Vielleicht sagst du kurz, was es ist, dann spielen wir das noch und dann kommt Frank gleich. The Cure gefunden mit Friday I'm in Love. Also, ja. Viel Spaß und genießt das alte Zeug. Das Bonnwetter kurz vor halb. Ganz genau, das Bonnwetter machen heute nicht wir, sondern Pokémon. Unsere Gäste machen Wetter und ja, wollen wir mal hoffen, dass es was Gescheites wird mit euch. Also, wer fängt an? Ich fange an. Du fängst an, dann hau mal rein. Hier sind wir. Pokémon-Toyen, wie wir gerade schon genannt wurden, mit dem Inselwetter. Ja, um ganz ehrlich zu sein, wer des Gälischen nicht mächtig ist, könnte auch tatsächlich Probleme mit eurem Namen haben. Aber ganz unverbieten. Dann geht's mal los. Naja, Wetter. Unser Wetter für morgen sieht so aus. Freitag für den 5.10. Tiefstemperatur um 9 Grad, Höchsttemperatur etwa um 17 Grad. Doch da braut sich was zusammen, würde ich sagen. Oha. Also, wir haben im Vormittag wunderschöne Wolken und noch mehr wunderschöne Sonne und Nachmittag ist es auch leicht bewölkt und trotzdem etwas sonnig, doch gegen Abend zieht sich ein dichter Sturm von Live-Musik auf, mit dem Zentrum eindeutig über der Stadthalle von Bad Godesberg mit einem tiefen Irish Folk-Niederschlag. Ich würde sagen, mit leichten Rock- und Funk-Hagel, oder? Ja, allerdings. Was würden Sie sagen? Naja, besser wird's dann am Samstag. Wir haben 6 Grad bis 18 Grad. Aber ich denke, der Folk-Regen wird sich nicht ganz verzogen haben, hoffe ich, aus der Stadt. Oder wie sieht das aus? Wer weiß. Also die Sonne kommt gegen Mittag eindeutig wieder raus. Nur noch schöne weiße Wölkchen, aber viel Sonne. Und gegen Nacht, Abend, haben wir einen schönen Mond und ganz, ganz wenig Wolken. Und am Sonntag, 7.10. sieht es wie aus? Würde ich sagen, wird es ein bisschen wärmer, aber nicht allzu viel. Und es wird nicht besonders sich ändern, das Wetter. Höchsttemperaturen von 18 Grad, vormittags leicht bewölkt, mittags kommt die Sonne raus und abends haben wir eine wunderschöne Nacht mit vielen Sternen, ohne Wolken und ganz, ganz viel Mond. Zeit für tolle Musik. Allerdings. Ja, vielen Dank. Jetzt mache ich schon die Mikros runter, das ist ja totaler Blödsinn. Ich wollte eigentlich mich bedanken bei euch, dass ihr das so schön gemacht habt. Ihr könnt das Wetter? Ihr könnt echte Wetterfeen werden, wenn ihr mal groß seid. Wir werden es uns überlegen. Also ich mache gerade eine Ausbildung. Ja, vielleicht danach noch eine und naja. Ja, zur Wetterfee meine ich. Ach so, ja, Mensch. Gut, danke. Recht herzlichen Dank. Nach dem Wetter immer die B-Rotation und diesmal haben wir die Fratellis ausgesucht mit dem Song Flathead. So, und da sind wir wieder mit Pokémon und ja, sagt uns doch einfach mal die Gründe, warum man morgen unbedingt hier dahin kommen sollte und euch zuhören. Keine Frage, morgen ist der einzige Part des Halbfinales, der eine riesige Party sein wird, weil wir einfach ein fettes Konzert geben und alle Leute eine Menge Spaß haben werden. Und außerdem? Naja gut, also das wird jetzt nicht lange ein Geheimnis bleiben, aber ich werde morgen einen schottischen Kilt tragen. Und da die Bühne sehr hoch sein wird, muss ich mir doch was einfallen lassen. Und ja, ich denke, das ist kein Grund, da hinzukommen, aber ist also, vielleicht mal ein Ansporn. Also du trägst ein ganz Original, ja? Ja, natürlich. Originalgetreu. Okay. Ja. Aber richtig. Naja, auch wenn wir so nicht ganz originalgetreu sind, ich denke, es lohnt sich immer, da zu unseren Konzerten zu kommen, weil ich noch selten eine andere Band auf Live erlebt habe, die regelmäßig eine so geile Stimmung hatte. Das muss man jetzt mal ganz voreingenommen doch so sagen. Ja, und ich denke, ein ganz simpler... Oh, warte, schon wieder nicht nah am Mund gehalten. Also ich denke, ein ganz einfacher Grund, warum man auf unsere Konzerte kommen sollte oder gerade auf dieses Konzert kommen sollte, ist, wir werden diesmal das